liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt und wahrscheinlich am Titel auch habt gelesen, wir befinden uns natürlich immer noch in der Winterbierwoche. Eigentlich schon die zweite Woche, wenn wir ehrlich sind. Langsam aber sicher, ja, bin ich der Meinung, haben wir ganz schön viele Winter- und Weihnachtsbiere probiert. Und wenn ich euch jetzt noch verrate, wir sind noch lange nicht fertig, Freunde. Da unten warten schon die nächsten Winter- und Weihnachtsbiere. Naja, passt ja irgendwie noch zur Saison, nicht wahr? Gut, dass wir noch Januar haben. Naja, so, was haben wir denn hier Schönes? Ja, ein kleines Fläschchen, ne? Sieht ja schon mal ganz interessant aus hier. Fürst Wallenstein Winterböckle. Ein Winterböckle soll jetzt auf uns zukommen. Sieht ja schon mal ganz interessant aus. Hier so ein Kreuz oder ein X in der Mitte, dann hier halt nur ein Böckchen da drauf irgendwie. Das sieht so ein bisschen, ja, erinnert mich jetzt nicht wirklich an den Winter, wobei die Interpretation, ja wie gesagt, ziemlich, ja, viel Spielraum lässt. So mit den Farben schon, dunkelblau, hellblau, weiß, ein bisschen Gold. Ist ja schon so weihnachtlich Winter, nicht wahr? Aber ohne aufgesetzt irgendwie jetzt so ein verschneites Dorf oder so abgebildet zu haben. Ich halte es mal eben rein, dann könnt ihr es euch nochmal in Ruhe angucken. So schaut der ganze Spaß aus. Also ist schon ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen Vintage, aber das hat schon so einen gewissen Retro-Charme, finde ich. Also das ist schon so, so minimalistisch, aber irgendwie auch aussagekräftig. Und dazu noch diese Flaschenform hier. Ja, passt schon soweit, oder? So. Winterböckler halt. Ja, hatten wir schon mal was gehabt vom Fürst Wallenstein? Ich weiß gar nicht. Kann sein, dass wir sogar schon mal was da hatten. Ja, hab auf jeden Fall Bock drauf. Was haben wir da drin? Wasser, dunkles und helles Gerstenmalz, Röstmalz und feiner Hopfen. 7,5% Umdrehungen gebraut in Bayern. Ja, jetzt müsste ich ja normalerweise meine Bayernkette wieder ummachen. Ich war hier, dieses blau-weiße da. Das war ja schon mal. Haben wir das nicht irgendwo hier rumliegen? Nee, haben wir natürlich wieder nicht. Müssen wir dann halt so öffnen. So, das machen wir dann auch mal. Mal sehen, was wir da haben. So. Vorsichtig öffnen. Jo. Ne? Kapsel ist bedruckt. Schaut so aus, das kennt man. Ja, wunderbar, kriegt der Sammler. Sammelt sich langsam da. So, dann wollen wir mal gucken hier. Fangen wir mal an mit der Entspannungsverdampfung. Ja, kommt raus. Sieht schön aus. Wunderbar, aber eher ein bisschen weniger, ja, aber trotzdem optischer Reiz ist vorhanden, würde ich mal sagen. Lassen wir mal laufen. So. Mal gucken hier. Naja, was haben wir denn da? Ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches. Schon mal ganz hübsch. Von der Blume her, naja, so ganz knapp fingerbreit, wenn man sich bedenkt, wie ruppig ich eben eingeschenkt habe, hätte ich da eigentlich ein bisschen mehr erwartet, ist also eher ein bisschen schlichter das Ganze. Schauen wir mal rauf, von der Farbe her haben wir so, ja, durchaus cremeweiß, ich will jetzt nicht sagen Cappuccino-Farben, aber zumindest cremeweiß, würde ich sagen. Wir haben hier keine Kraterbildung, allerdings einen sehr, 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 sehr schnellen Zerfall. Das heißt also, von der Blume wird jetzt nicht sehr viel übrig bleiben. Ich zeige es mal eben rein, könnt euch selbst mal überzeugen. Das heißt also, Proteine sind jetzt hier nicht wirklich drin enthalten in der Blume. Und wenn ich das so richtig sehe und beobachte, erstmal 90 Sekunden Standard auf gar keinen Fall. Und was mir noch auffällt, da ist noch nicht mal ein Blumenteppich übrig. Also das heißt, hier sind richtige Inseln und Risse drin. Also da wird es schwierig, sage ich mal, wie man da optisch, sage ich mal, seinen Reiz schaffen will. Aber naja, nun gut, warten wir mal ab. Naja, ein bisschen, wenn ich das so schwenken tue jetzt hier. Aber das wird nicht, Leute. Also da, das bekommt sofort wieder Risse und Inselchen. Sieht, sage ich mal, so von der Blume her nicht wirklich toll aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein Bier, was so schon ein bisschen mehr kostet, auch sage ich mal, ne? Da erwarte ich eigentlich auch schon ein bisschen so optische Qualitäten. Da hatten wir schon teils Discounter-Biere gehabt, die wesentlich mehr Qualität, was zumindest die Optik angeht, ja, bereitgehalten hatte. Aber okay, schauen wir mal weiter. Was haben wir denn an Glas sonst noch so drin? Ja, da haben wir erstmal ein richtig schönes, kräftiges, sage ich mal, doch schon Kastanienfarben, so ein schönes Rot, sehr kräftig, sehr glänzend. Es ist ein filtriertes Bier, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber okay.
Ja, bocktypisch natürlich eher saftig, also alles andere als wässrig, das muss man ganz klar sagen. Es hat eine richtig schöne Tiefe, schöne Glanztiefe, so muss das sein. Karbonisierung eher weniger, ist aber auch völlig okay. Starkbiere müssen jetzt nicht zwangsläufig da wie so ein Jacuzzi da rumperlen und abperlen, deswegen hier sehr gemütlich die Perlung. Jo. Ja, doch, von der Farbe her sieht es geil aus, muss ich sagen. Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde es auch ein bisschen erstaunlich, dass die Restblume so ein bisschen an der Glaswand haften bleibt. Das finde ich eigentlich soweit schon wieder ganz okay. Warum da jetzt noch nicht mal ein Blumenteppich übrig bleibt, das weiß ich nicht, Freunde. Ich weiß auch nicht, wie ich es da bewerten soll, ehrlich gesagt, weil das ist so... Es sieht nicht unappetitlich aus. Es sieht auch nicht schal aus, so wie sonst Biere aussehen, die keine Blume auftragen. Dennoch, irgendwie wirkt es unvollständig, würde ich jetzt mal so sagen. Von den vielen Bieren, die wir bisher so alle getestet haben hier auf dem Kanal, muss ich sagen, das sieht so ein bisschen unvollständig aus. Und deswegen gibt es auch einen Punkt Abzug. Ich gebe hier mal 4 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, aber okay. So, dann wollen wir mal gucken, weil ein Böckchen darf durchaus auch einen Blumenteppich haben, wenn schon keine voluminöse Blume. Das könnt ihr euch schon mal merken, aber auch, ja, gucken wir uns mal hier Berliner Kindel-Böckchen an, sowohl das helle wie das dunkle. Das hat zumindest noch einen Blumenteppich gehabt, ne? Das ist hier komplett, fehlt das hier irgendwie. Deswegen unvollständig ist, glaube ich, schon die richtige Bezeichnung. So, dann wollen wir mal gucken, wonach es duften tut. Mhm. Eher ein bisschen milder, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte jetzt auch so, okay, ein Böckchen, ja, das kann schon ein bisschen kräftiger vom Bouquet her duften, aber das ist hier eher so ein bisschen zurückhaltender, das Ganze. Dennoch würde ich es, wenn ich es jetzt blind duften würde, als Bockbier tatsächlich identifizieren. Das hat schon so eine gewisse... Ja, ich sag jetzt mal Schwere, die man tatsächlich auch schon rausschnuppern kann. Ne? Das sind so diese doch schon sehr dominante Malzkörper, der da präsent ist. Aber der ist jetzt nicht wirklich selbstbewusst, aber man merkt ihn halt. Er ist halt wahrnehmbar, nicht wahr? So. Ja, Säurekomponenten rieche ich jetzt persönlich nicht raus. Hopfung auch nicht. Ja, eher so ein bisschen zurückhaltender. Ich würde so sagen zurückhaltender. Aber nicht unlecker. Also riecht jetzt nicht unappetitlich oder so, dass er so krass nach Alkohol riecht oder so. Das gar nicht. Eher so ein bisschen milder halt. Nur so dezenter, so runtergelevelt. Gut, Freunde. Fürst Wallenstein Winterböckle, würde ich sagen. Genau, Freunde. Machen wir mal einen kleinen Antrunk hier. Mal gucken, wie das Bier so schmeckt. Ich bin richtig gespannt. Ich kenne es nämlich noch nicht. Ihr Lieben, auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Wollen wir mal wieder, ne? Mal schauen. Oha. Okay. Also geschmacklich ist es schon qualitativ hochwertiger, ne? Das merkt man. Und das, was es in der Optik und der Ästhetik nicht hat, das hat es im Geschmack. Ja, also das kann man schon mal, glaube ich, so herausposaunen hier. Ja, der Antrunk. Sehr weich, richtig schön samtig im Mund. Da beißt nichts, da zwickt nichts, da juckt nichts. Wunderbar, sehr angenehm im Mundraum. Ganz klar, alles andere als ein dynamisches Bier. Schön gemütlich, so muss ein Böckchen auch sein. Heißt, hier ein bisschen länger im Mundraum behalten, mit der Zunge ein bisschen rumspielen. Durchaus Temperatur anziehen lassen, nicht zu kalt trinken und dran nippen. Schön gemütlich. Ja, da fühlt sich das Bier richtig wohl und dann hat man auch den Maximaleffekt. Finde ich sehr gut. Was man noch merkt, ist, dass hier so... Also man merkt irgendwie, das ist schon was Hochwertigeres. Ne? Also man merkt irgendwie, das ist schon so ein bisschen so, wow, da hat man sich schon Gedanken gemacht. Das ist schon sehr, sehr gut ja, ausbalanciert. Ja? Das ist so... Das entwickelt sich. Da ist eine Menge zu entdecken drin. Das merkt man schon beim Antrunk. Der Fokus, ganz klar, für diesen Biertyp auch typisch
geht in Richtung Malzkörper rein. Stand ja auch da hier drauf so ein bisschen, ne? Das sind dunkle Malze, Röstmalze. Das ist klar, da ist der Fokus so ein bisschen drauf. Da sollte man jetzt nicht zu eine krasse, fruchtige Hopfung oder generell so eine herbe Hopfung erwarten, dass man da ein bisschen was merkt, als es so bitter ist oder so. Geht eher ins Liebliche rein. So, und dann hatte ich da aber noch trotzdem so ein bisschen gerade beim Antrunk noch gehabt, wo ich jetzt unsicher bin. Das war so ein bisschen, das hat mich auch so schon wieder so quadratisch praktisch gut dran erinnert. Ne? Diesmal mit Kirsche, so ein bisschen. Ja, also leichte, überreife Kirsche mit vielleicht, so wie kennt ihr das von der Kirmes, da ist so ein Schokoladenmantel drum. Also durchaus auch so ein bisschen so lieblich, süßlich, schokoladig mit Fruchtanteil. So möchte ich das ganz gerne beschreiben wollen. Gucke ich mir aber noch mal ein bisschen genauer an. Mal sehen, ob ich da noch mehr rausschmecken kann. Komisch, rausriechen tue ich das übrigens nicht. Also das ist tatsächlich ein Bier, was mehr geschmacksintensiver ist als irgendwie Optik und Geruch. Also da hält es sich ja doch sehr zurück. Selbstbewusster im Geschmack. Das können wir uns klar sagen hier. Sehr angenehm im Mundraum. Richtig schön saftig. Hat einen schönen... So eine dicke Eigenschaft, so ja, was so richtig schön so saftig daherkommt. Das mag ich immer. Finde ich sehr gut. Alkoholkante übrigens merkst du gar nicht. Was hat es gehabt? 7,5%. Merkst du überhaupt nicht. Also das sehr, sehr gut aus. Wegretuschiert. Das ist so keine Kante. Da ist nichts Unangenehmes oder so, was nach Metall schmeckt oder so. Also wie man es ja sonst immer erkennt. Absolut nicht. Ist sehr angenehm. Auch beim Runterschlucken hinten im Abgang. Perfekt. Im Gegenteil, ein sehr schöner, langanhaltender Nachhall tatsächlich auch von den einzelnen Aromen, finde ich auch sehr gut. Was man schön, wenn sich das mit dem Speichel, mit der Speichelneuproduktion verbindet, dann hat man nochmal so einen richtig schönen, kräftigen Nachgeschmack, der dann auch schön animiert zum nächsten Schluck, ja, den man dann nehmen könnte, theoretisch. Finde ich ganz gut. Kann mir nicht helfen, das erinnert mich so ein bisschen an Kirmes wieder. Das ist so eine richtig süßen, überreifen, dunkelroten Kirschen, die irgendwie dann so Vollmilchschokolade-Ummantelung haben. Ja, so ein ganz kleiner Hauch, so schokoladig, Kirsche. Ich gehe sogar so weit, dass ich also sage, so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen Pflaume oder so in diese Richtung rein. Aber alles so richtig überreif, ja, so richtig lieblich halt, so wie man es mag, so saftig, so. Oh. Ja, das finde ich ganz gut, ja, dadurch... hat man auch so eine gewisse Würze hier in den einzelnen Nuancen drin. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Schöne Textur, gefällt mir. Ja, Freunde. Können wir zusammenfassen, würde ich sagen. Fürst Wallenstein, Winterböckle. Also so... ausgefallen, speziell wie das jetzt hier die Flaschenform und auch das Etikett herkommt. So haben wir es auch mit dem Bierchen hier zu tun. Ganz klar, Thema ist nicht verfehlt. Wir haben hier einen schönen dunklen Bock, finde ich sehr, sehr gut. Merkt man auch geschmacklich die Eigenschaften, die stimmen. Optisch, ästhetisch verliert dieses Bier. Sieht alles andere aus als wirklich ansprechend. Vom Geruch her eher ein bisschen dezenter, ein bisschen milder. Ist jetzt nicht so, wo man sagt, so wow, da ist ein zusätzlicher Reiz oder so. Geschmacklich allerdings muss man sagen, ja, da kann das Bier auf jeden Fall punkten. Wir haben hier ein sehr gut ausbalanciertes Bier, das sich selbstbewusst präsentiert. Sehr feine Nuancen hat, die nach vorne kommen, die man auch als Laie tatsächlich sehr einfach herausschmecken kann. Finde ich sehr, sehr gut. Nicht zu stark gehopft, das heißt, der Fokus liegt hier für den Bierstil typisch eher im Malzkörper, finde ich gut. Die Röstung ist nicht zu intensiv, dass es irgendwie zwicken, jucken oder beißen könnte. Im Gegenteil, auch sehr samtig im Abgang. Finde ich auch sehr schön. Ist nicht zu süß, alles andere als sauer, so mag ich es. Und von dem Geschmackserlebnis selbst und von den Eigenschaften, wie sich das Bier insgesamt präsentiert, im Körper, in der Textur, gefällt mir das auch sehr gut. Gibt es einen Kritikpunkt, wenn wir jetzt mal Optik weglassen? Muss ich sagen, ehrlich gesagt gibt es da keinen wirklichen Kritikpunkt. Das ist ein Saisonbier, also im Sommer würde ich es nicht gerne trinken wollen. Wisst ihr Leute, das ist so ein Bier, wenn ich mir so überlege, so schön so in den Alpen, machst du Skiurlaub,
richtig schön Skifahren, Langlaufski oder so, dann kommst du dann heim oder so, da gehst dann schön in die Holzhütten rein und dann gibst du dir schön so ein kleines Böckchen hier. Da könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Da macht das auch richtig Spaß, auch in Geselligkeit. Dafür ist es genau geeignet. Wenn ich jetzt so vorstelle, so das im Sommer zu trinken, aber ihr kennt meine Meinung, ich bin ja eh nicht so ein Bockbiertrinker im Sommer, deswegen absolut als Saisonbier kann man das empfehlen. Als Alltagsbier allerdings nicht. Wenn es also jetzt einen Kritikpunkt geben würde, der subjektiv basiert, dann würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht zwangsläufig ein Bier, was man jeden Tag trinken könnte. Schon so ein schönes Saisonbier halt. Ne? Passt absolut jetzt sehr, sehr gut in diese eher kältere Jahreszeit rein. Durchaus auch zu Weihnachten als Festbier oder so gut geeignet, finde ich. Ja, zum Dessert würde mir da sehr einfallen. Gerne, sage ich mal, ein Vanille- oder Schokopudding. Ne? Dazu, sage ich mal, so ein Böckchen hier fürs Wallenstein, das würde sich auf jeden Fall machen. Aber auch das ein oder andere Gebäck könnte ich mir dazu gut vorstellen. Weil es halt nicht so extrem ausgeprägt ist in seinen Nuancen. Finde ich sehr gut. Dementsprechend möchte ich das auch bewerten. Also, wie können wir da geben? Dadurch, dass wir uns in der Kategorie Saisonbiere subjektiv bewegen, ist klar, kann ich jetzt hier keine Krone-Bewertung raushauen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich subjektiv würde ich 4,5 Punkte geben. Aber da wir hier keine Zwischenschritte haben, würde ich dann eher ja, einen Pluspunkt dazu rechnen. 5 von 5 / 6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Jo, Biersüffler ist draußen, war eine interessante Erfahrung. Wir sehen uns wieder beim nächsten Biertest. Bis dahin, Freunde. Ciao, euer Biersüffler.